Seid ihr ready oder was? Wollen wir kurz reingehen? Der entscheidende Kampf. 1 gegen 1 gegen Siemens. Da bin ich gespannt, Leute. Was denkt ihr? Wer wird gewinnen? Ich sage, It's Asi TV hat gewonnen. It's Asi TV hat ihn rasiert. 10-0. Ey, yo, Leute, was geht ab? Heute bin ich hier am Start mit. Was geht, Leute? Es ist dazu gekommen. Ihr habt alle drauf gewartet. 1v1 gegen Asi. Und ja, Leute, also meine Stimme ist kaputt wegen Standardsgeschanzke, wenn du das siehst. Danke, Bruder. Wegen dir, weil ich so rumgeschrien habe, meine Stimme ist kaputt. Ich höre mich an wie so ein Kenneck, der in Frankfurt irgendwas verkauft. Jetzt gibst du mir die Schuld! Mir gibst du die Schuld! Ich hab dich behandelt wie mein Sohn! Okay, also Leute, dieses 1-on-1 wird in die Geschichte eingehen, weil ich habe mit Cymex bis heute, also ich habe keinen guten Draht mit dem und ich mache dieses 1-on-1 nur, weil ich ihn nicht mag und um zu schauen, wer besser ist. Also es ist kein Freundschafts-1-on-1 und denkt nicht, wow, yo, der macht jetzt mit Cymex Sachen. Nein! Es ist ein Kampf um Leben und Tod. Es ist mehr als nur das. Und wollen einfach nur gucken, wer ist besser, wer ist schlechter. Wenn ich verliere, habe ich halt verloren. Wenn er gewinnt... Nee, ich sag auch ganz ehrlich, so ein 1-on-1, das hat auch ein bisschen mehr zu bedeuten, ne? Hat er gewonnen oder wenn ich gewinne, habe ich gewonnen. Also einfach so, solche Sachen, ihr wisst Bescheid. Möge der Bessere gewinnen, würde ich sagen. Viel Glück. Du auch. Das wirst du brauchen. Das ist okay. Ja, du musst mies in deinem Film, wenn du Video aufnimmst. Leute, es kann gut enden, es kann auch schlecht enden für mich. Wenn ich verliere, seid mir nicht böse. It's Asi TV, 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 TV. Ja, du bist mies in deinem Film. Euer Präsident kämpft gegen den... Siemens fühlt sich gerade noch sicher, aber ich glaube, gleich wird ihm das Lachen vergehen. Den Präsidenten der Cymex Army. Ich darf das nicht verlieren, ich muss alles dafür geben. Es geht bis 5, Leute, es geht bis 5. Messito, mehr mi flow, Messito, mehr mi flow. Ehrlich, du benutzt schon so ein bisschen so Soft-Aim. Was ist Soft-Aim? So dieses Aimbot, weil du hast jeden Schuss getroffen. Nein. Was für Soft-Aim, Bruder, ich habe einen Controller. Elite-Controller. Egal, alles gut. Er denkt, ich hacke, Bruder, oha, krass. Was sind die Regeln? Die Regeln. Oha. Wie, hä? Wo kam gerade der Ausschnitt her? Warum denkt er hackt? It's Asi TV, bist du Hacker oder was? Controller. Ja, egal, alles gut. Er denkt, ich hacke, Bruder. Oha, krass. Hä? Was ist denn? Wo geht das? Hä? Geht hier? Ach, hier. Regeln sind, es gibt 2 Waffen und das ist einfach ein 1-on-1. Mehr Regeln gibt es nicht. Also Motto, man darf runterschießen und alles. Man darf alles machen. Die Waffen sind einmal das, die lilane Pumpgun und dazu das blaue Sturmgewehr. Also, wer zuerst 5 Siege hat? Genau. Bereit? Ja, let's go, komm. Messito, mehr mi blau, Messito, mehr mi blau, Messito, Messito. Qualität ist schlecht, was ist das hier? Bro, du bist miese Modus, wieso redest du nicht mehr? Ich konzentriere mich gegen dich zu gewinnen! Jetzt lacht Siemens noch. Komm jetzt mal hoch, Junge. Aber Messito macht seine Tricks, der macht seine Spielchen gerade. Runter. Oha! Oha, guckt euch dieses Spielchen an. Er verbaut sich aus Absicht. Soll ich wirklich kommen? Oh. Aber wie hast du gegen Standardskill gewonnen? Keine Ahnung. Das fragt mich halt ehrlich. Hat der auf PS4 gespielt oder auf PC? PS4. Digga, diese Anzeige hier oben, die nervt mich ja unnormal. Warum macht man so eine Anzeige so groß da rein in das Video? Sehr unprofessionell. Dreckiger. Oh, Asi, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich versuche alles. Ich versuche alles, um dieses Monster umzubringen. Was, Bruder? Bro, ich weiß doch, dass er gerade einen Punkt gemacht hat. Mach doch die Anzeige da oben weg. Das stört mich. Das triggert mich, die Anzeige da. Oh, der hat mir gute Hits gegeben. Sagt ihr ehrlich? 1v1s, ich bin miese, Chap. Realistic Fights kann ich viel besser. Oh. Ja, das Ding ist, Leute, so eine Ausreden. Ich habe euch das immer gesagt, ne? Während des Fights dürfst du nicht mit so einem Ausreden kommen. Das fällt auf. Direkt schon 3 Tage vorher. Er plant mit dir 1 gegen 1. Da musst du direkt schon dir die Ausreden einfallen lassen. Dann kommt's authentischer rüber. Direkt nächste Woche, du weißt, 1 gegen 1, sagst du erstmal, oh, du hast schon Daumenschmerzen. Daumen nicht so gut.
Au, Daumen, au. Beide Daumen, Prellung, Daumenprellung. Und dann kommt das 1 gegen 1. Du chokst rein, du verlierst. Und dann sagst du, dann kommt der Joker. Digga, ich hab dir ja schon gesagt, vor einer Woche, Daumen kaputt. Dann ist das nur noch halb so schlimm, Digga. Weißt du, dann ist das auch so. Aber so wegen des Fights, nicht glaubwürdig. Nicht glaubwürdig. Was? Nee, also... Es geht gerade um alles. Wie viel AP hast du? Sag ganz ehrlich. Das geht sie nichts an. Das geht sie nichts an. Es geht. Mojo, komm doch runter, Bruder, wenn du kämpfen willst. Komm du hoch. Oh! Boah, Junge! Das ist... Verband. Oh! 1-1! 12 AP, Junge! Wie er Rose. Ich verstehe, dass irgendwie jetzt ACTV seine Aggression irgendwie nicht unter Kontrolle hat. Sehr schade irgendwie. Kann ich nicht verstehen. Ich finde, wenn man Videos im Internet macht, sollte man immer ein sehr kontrollierter Mensch sein, ja? Ich werde heute so rumschreien, egal ob meine Nachbarn kommen. Du musst dir vorstellen, ich habe richtige Allmann-Nachbarn, die rufen bei alles Polizei, aber ist mir egal, ich werde schreien, Junge. Oha. Noch nie war ein Fortnite-Match so wichtig. Was gibst du mir, Digga? Digga, was gibst du mir? Nee, Soft-Aim, Soft-Aim. Ja! Nein, zwei! Nein. Ja! Ja! Mach du mal auf jetzt, diesmal bist du dran. Machst du mal diese seitlichen, ekligen Sprünge, Digga. Die sind... Oh, Junge. Dreckiger, hör mal auf, die ganze Zeit runterzuspringen und runterzubauen. So ein Dreckiger. Das hast du am Anfang gemacht. Beste Taktik, Bruder, danke. Was machen die da? Was soll ich sagen, Bruder? Ich würde sagen, das reicht aber jetzt nicht mehr, Mann. Ja, okay. Tamam, du hast das Letzte. Ich muss sagen, jetzt ACTV ist echt nicht so der beste Bauer, so, ne? Ich bin auch nicht der beste Bauer. Ich bin allgemein nicht gut in Fortnite, würde ich sagen. Aber Aim hat der schon krass drauf, ne? Der hat, wenn wir auch gerade gesehen haben, beim zweiten Kill, der hat beide Hits gut getroffen. Ne? Krasser Hits auch gewesen. Wieder 100er rein, ne? Frech, frech. Ja! Siehst du, da wieder Hit, zwei Hits, zwei Hits, zwei Treffer, zwei Schüsse, zwei Treffer. Eins, GG's. Langsam. Bist du ready? Langsam bereut's, Simex, glaube ich. Langsam bereut das. Bro, ich sag dir ehrlich, ich hab schon gegen so 12, 13-Jährige gemacht, 1v1, weil die unbedingt wollten, ne? Ey, die haben direkt eine Sekunde haben die Fernsehturm gebaut. Das 1v1 fing an, die haben Fernsehturm fertig gebaut und da hab ich erstmal meine erste Rampe nach oben platziert. Trotzdem habe ich gewonnen, so, weißt du? Aber bauen ist nicht alles. Boah, ist auch, er trifft auch echt alles. Warum ist diese Drecksqualität von dem Video so schlecht? Also da muss gleich mal, da muss es Verbesserungen geben. Aber der trifft auch jeden Hit, ne? Oh. Ja! 4-1, Mann, was? So, bist du ready? Krank. Also sehr GG, Dicker, GG. Stark, man kann auch sagen, ich spiele doch stark. Ja, yeah. Let's go. Boah, nein, nee, ey. Komm, Alter. Das ist wild, ja, wild. Vorbei. GG ist jetzt schon mal. Noch ist nichts vorbei. Oh. Ja! Digga, 5-1! Was ist los, Digga? Ich hab gewonnen, Alter, was? Seine... Oh.
jetzt triggert er doch so richtig. Ich guck jetzt rein. Ah, ich hasse das. Bro, ich hasse das, wenn jemand mal verliert und dann jemand so triggert. Oh mein Gott. Max, was ist los? Warum so schlecht? Hä? Du bist besser, Edward. Was ist los, Alter? Was ist los, Bruder? Wie wir es gerade, ich werde der beste Spieler. Es. Digga, das ist gerade so. Dieser Deckel ist Simex seine Ehre und das hat jetzt ASTV gerade gemacht. Das war zu gemein. Das ist zu gemein, Digga. Schade. Das ist in die Geschichte eingegangen. Leute, egal ob meine Stimme jetzt kaputt. Ich habe auch verloren gegen XASI-TV. Kann man nichts sagen. Simex hat gegen XASI-TV verloren. Das muss in die Geschichte eingehen. Bro, ich will Revanche. Keine Ahnung. Jilla, du kriegst gar nichts, Bruder. Ich habe gewonnen. Jilla mit dir, Bruder. Oh mein Gott, er triggert so. Leute, er triggert halt so, ne? Also ich sage euch auch ehrlich. Ich glaube, Simex ist auch einer so, der nicht gut. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, er ist auch eher so einer, der nicht so gut verlieren kann. Oder wer verliert schon gerne, sagen wir es mal so. Und dann sagt er noch so, nee, Revanche gibt's nicht und so. Boah, das ist so eklig, Digga. Oh mein Gott. Was? Hier, 20k, 40k, hier, Louis Vuitton. Was? Hier, Bruder, was verloren? Was verloren, Bruder? Aber ey, Simex. Ja? Jetzt hab ich Drip, hä? Ja, ich hab, schau mal. Ich hab Drip, Bruder. Jille, ich hab Drip, Bruder. Wie deine Rolex, ich hab Drip, Bruder. Du hast verloren. Du machst mit den Heisen, Bruder. Leute, ich hab's getan. Der Präsident hat gewonnen. Benutzt Creator Code Asi. Simex ist tot! Simex ist tot! Ja, Digga, kann man nicht sagen. Also TV ist schon gut, ne? Krass. Krass. Heftig. Heftig, kräftig, wird sich gut, Junge. Das war schon wild. 5-1 ist schon. Aber wie gesagt, man muss sagen, jetzt ASTV ist nicht schlecht. Ihr habt gesehen, der trifft gefühlt echt alles, ne? Das ist geisteskrank. Das ist natürlich auch immer lustig so, ne? Zwei, die sich streiten und dann so ein One-on-One, das ausgetragen wird. Baba-mäßig, Alter. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt's ja irgendwann nochmal eine Revanche. Würde ich mich freuen. Check gerne ASTV aus. Hat mich echt sehr entertained, muss ich sagen. Geiles Video.